Willkommen zurück mit der Leseeule im Institut für Stadtgeschichte. Heute möchten wir euch eine weitere Art von besonderen Büchern in unserem Archiv zeigen. Sie sind handgeschrieben und enthalten sehr viele Namen. Na, schon eine Idee? Wir finden sie allerdings nicht in der Bibliothek, so wie das letzte Mal. Also nochmal zurück zum offiziellen Eingang. Die Bücher befinden sich im sogenannten Tiefmagazin. Und um dorthin zu kommen, nehmen wir vom Foyer aus den Fahrstuhl. Wie schon die Holztür im Kreuzgang ist auch der Fahrstuhl für Besucher ein verbotener Eingang. Und um ganz nach unten zu gelangen, brauchen wir deswegen einen Schlüssel. Das dreistöckige Magazin wurde 1974, als U-Bahn-Linien vor dem Archiv verlegt wurden, fertiggestellt. Davor waren die Archivalien über ganz Frankfurt verteilt, weil das Gebäude, in dem sie sich früher befunden hatten, im Krieg zerstört wurde. Heute haben wir so direkt vom Kloster aus Zugriff auf wichtige alte und neuere Dokumente. Unten angekommen begrüßt uns ein langer Gang, der zu einer Spindeltreppe führt. Für die, denen schnell schwindelig wird oder die etwas transportieren wollen, gibt es aber auch hier noch einen Fahrstuhl. Ganz unten hören wir regelmäßig die Geräusche der vorüberfahrenden U-Bahnen. Hier im Tiefmagazin befinden sich knapp 10 Regalkilometer an Dokumenten, Karten, Zeitungen, Büchern und viel mehr. Aber das ist noch nicht alles. Der Rest unserer Archivalien, noch weitere 15 Regalkilometer, befinden sich in einem extra dafür gebauten Gebäude in der Borsigallee. Aber dazu ein anderes Mal mehr. Um Platz zu sparen und die Objekte besser vor Licht und Staub zu schützen, befindet sich fast alles in solchen Rollregalen. Also ran an die Arbeit. Und da haben wir auch schon das, nach dem wir gesucht haben. Die Frankfurter Bürgerbücher. Hier liegt alles, was zu den Bürgerbüchern gehört. Das nennen wir einen Bestand. Ein Archivbestand funktioniert so, dass alles, was zu einem bestimmten städtischen Amt, wie zum Beispiel dem Schulamt, zu einem Verein oder zu einer Person gehört, zusammenbleibt. Und auch gleichartige Dinge, wie Fotos, Stadtpläne oder Postkarten, bilden Bestände. Das funktioniert so ähnlich, wie ihr euer Spielzeug zu Hause ordnet. Das Lego wird vom Playmobil getrennt, die Stifte kommen zu den anderen Stiften und vielleicht wird alles noch weiter unterteilt. Lego Ninjago und Lego Friends, Buntstifte und Füller. So unterteilen wir Dinge auch. Insgesamt sind es bei den Bürgerbüchern 52 Nummern. Jedes Regalfach enthält einen Regalmeter Archivalien. Wie ihr sehen könnt, enthält so ein Regal also insgesamt 20 Regalmeter. Die Anordnung der Kisten erfolgt von unten nach oben und von links nach rechts. Also ein bisschen anders als in einer Bibliothek zum Beispiel. Für unsere Benutzer, die etwas davon lesen oder erforschen möchten, gehen unsere Magaziner und Magazinerinnen zweimal täglich hinunter und holen die Bestellungen nach oben. Für Dinge aus dem Außenmagazin in der Borsigallee muss man natürlich länger warten. Und das ist, wie gesagt, eine andere Geschichte. Das Gelbe hier ist der Bestellschein. Er zeigt an, dass etwas ausgeliehen ist, seit wann und von wem. Wir legen nun ebenfalls einen hier hin und nehmen die Kiste 1 mit. Und da sind sie, die Bürgerbücher. Was denkt ihr? Sind das A, Bücher, die die Frankfurter Bürger selbst geschrieben haben? B, Bücher, in denen die Rechte der Bürger geschrieben stehen? Oder C, Bücher, in denen alle genannt wurden, die Bürger geworden sind? Richtig ist Antwort C. Sie enthalten sogenannte Einwohnerlisten. Die ersten 4 Bände zeigen allein durch ihre Größe und Laufzeiten, wie sich die Bevölkerung der Stadt entwickelt hat. Der dickste der 4 ist der jüngste Band, von 1440 bis 1500. Und dabei fehlen auch noch die einfachen Leute, wie Knechte und Mägde, ohne Bürgerrecht. Das waren etwa nochmal so viele Menschen. Aus den Bürgerbüchern gehen also keine genauen Einwohnerzahlen hervor. Um das Jahr 1500 zum Beispiel lebten etwa 10.000 Personen in der Stadt. Die braunen Einbände sind nicht mehr von damals. Im 19. Jahrhundert wurden die Bücher von einem Buchbinder schön gemacht, weil es wichtige Dokumente sind. Und dieses Detail ist etwas für die Adleraugen unter euch. Die Einbände sind aus Leder, also aus Tierhaut. Und von welchem Tier dieses Leder stammt, hat uns unsere Restauratorin, die sich heute um die Erhaltung der alten Dokumente kümmert, erklärt. An den 3 Pünktchen können wir erkennen, dass das mal die Haut eines Schweines war. Nur bei denen wachsen die Borsten in dieser Form. Innen hinein wurde die alte, originale Titelseite befestigt. Und so wie das Tagebuch zur Krönung in unserem ersten Film, sind auch diese Verzeichnisse neu, naja, das war 1955, abgeschrieben, gedruckt und erklärt worden. So kann man sie zwar leichter lesen, aber nicht unbedingt alles verstehen. Denn die Sprache wurde nicht in unser heutiges Deutsch übersetzt. Und hier eine Seite aus dem Buch. Vielleicht könnt ihr oder eure Eltern erkennen, welche Sprache das ist? Richtig, Latein.
Geschrieben wurden die Bürgerbücher von einem Schreiber der Stadt. Es funktionierte so ähnlich, wie heute das Standesamt die Einwohner einer Stadt erfasst. Ein Bürgerbuch ist also ein sogenanntes Amtsbuch. Vielleicht erkennt ihr auch ein paar Namen, die es heute noch so ähnlich gibt. Kennt ihr vielleicht einen Nikolaus, einen Johannes, Konrad oder Heinrich? Zugegeben, so heißt vielleicht eher euer Opa, aber möglicherweise habt ihr ja schon mal etwas von der Stadt Göttingen gehört. In den Büchern steht nämlich nicht nur, wie die Zugezogenen hießen, sondern auch, woher sie kamen. Das konnte sogar bis aus Ungarn, Österreich oder der Schweiz sein. Aus Deutschland sind so bekannte Städte wie Nürnberg, Köln, Mainz oder Friedberg dabei. Aber nicht nur die Namen der Leute von damals unterscheiden sich zu unseren heute. Wisst ihr zum Beispiel, was ein Krämer ist oder ein Opperknecht? Wenn ihr jetzt das Video anhaltet, könnt ihr versuchen, zu einigen Berufsbezeichnungen aus dem Mittelalter, die in lila, die passenden Namen von heute, die in grün, zu finden. Und wer mehr über die Bürgerbücher wissen möchte, findet zusätzlich in unserer Sammlung mit Zeitungsausschnitten zu vielen Frankfurter Themen und Personen eine passende Mappe. Übrigens kann es ja auch eine Mappe zu eurer Schule oder vielleicht zu eurem Stadtteil geben. Einige Beispiele für die Artikel von Journalisten seht ihr hier. Sie fassen die Bedeutung der Bürgerbücher gut zusammen. Damit aber diese Bürger, die Menschen von damals, für euch ein bisschen lebendiger werden, zeigen wir euch jetzt die Zeichnung Patrizia auf dem Weg zum Tanz von 1405, also von vor über 600 Jahren. Patrizia waren die Reichen und Mächtigen, Kaufleute, Adlige, Grundbesitzer und sehr erfolgreiche Handwerker. Die Personen hier tragen keine Alltagskleidung. Besondere Schuhe, diese langen Schnabelschuhe, Hüte und die weiten Ärmel waren nur den reichen Menschen erlaubt, die sich viel und teuren Stoff leisten konnten. Ein weiteres, ganz besonderes Buch, das zu unseren Schätzen gehört und auch Männer und Frauen in besonderer Kleidung darstellt, ist das Hausbuch der Patrizierfamilie Mehlem aus Frankfurt. Es ist etwa 470 Jahre alt und zeigt auf 70 Zeichnungen die verschiedenen Angehörigen der Familie von Mehlem, mit ihren Kindern, besonderen Kleidern und Wappen. Fotografien gab es ja damals noch nicht. Der Krebs in ihrem Wappen soll übrigens den Namen abbilden. Wie das Tier vorwärts, rückwärts und seitwärts laufen kann, liest sich Mehlem von vorne und von hinten gleich. Solche Worte heißen Palindrom. Wollt ihr jetzt mehr wissen über besondere Frankfurter und Personen, die für die Stadt wichtig waren? Dann empfehlen wir euch das Buch Der Hund am Fallschirm. Geschichten gibt es darin über den sagenhaften Stadtgründer Karl der Große, aber auch zum Beispiel über Siegfried zum Paradies. Von ihm habt ihr noch nie gehört, oder? Und wer ist die einzige Frau hier auf dem Buchdeckel? Die bekannte Pianistin, Komponistin und Musiklehrerin Clara Schumann, die auch 18 Jahre lang in Frankfurt lebte. Nun habt ihr unser ältestes Amtsbuch kennengelernt und das Tiefmagazin, in dem dieser und viele andere Bestände lagern. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.